Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Routine, aber nicht irgendeine Routine, sondern eine Wochenendroutine. Da zeigen die Armin und ich euch einfach, was wir machen, wenn wir keine Schule haben. Und das ist eigentlich relativ viel. Ich habe zum Beispiel dann gleich Gesangsstunde. Was hast du? Ich habe noch Hafenunterricht. Genau, später hat sie dann noch Hafenunterricht mit der Heide. Es ist wieder jede Menge Fanpost gekommen. Die machen wir natürlich auch. Und heute haben wir ein ganz cooles Kamerateam da vom Bayerischen Rundfunk. Schaut mal. Die sind heute da, das ist mega cool. Und die begleiten uns heute einfach mal mit. Und ich würde sagen, let's go! Hallo! Pünktlich um 11 Uhr kommt meine Gesangslehrerin Annelie. Sie ist ein Megastar in der Oper und ich finde sie wahnsinnig hübsch. Und sie bringt mir gute Sachen für Singen bei. Und wie bei allen Dingen, ist die Vorbereitung schon die halbe Miete. Beim Singen klingt das Aufwärmen besonders lustig. Genau. Körper ist wie eine Baustelle. Aber zuerst wird richtig geatmet. Atmen und zwar aufzumachen, auf denen. Sehr gut. Einmal nur. Brrr. Brrr. Setzen wir auf den Ton. Brrr. Richtig. Brrr. Das ist gut. Und tat, tät, tiet, tot. Gut. Auf die Luft und am Ende auch nochmal Luft fließen lassen. Nochmal. Tat, tät, tiet, tot, tut. Super, genau. Pat, pet. Pat, pet, piet, pot, put. Super, genau. Das ist wie von Zwerfel. Wir wissen, dass diese KPT immer hier schön kommt. Aber sobald, wenn eine Vokal dazu kommt, wollen wir das oft festhalten. Genau so. Mach mal mit diesem Brrrr. Richtig, wir wecken den Motor auf. Super, ja. Das kitzelt ganz schön in den Lippen. Genau, staunen. Austricksen. Ganz kurz runtergehen, nicht zuhören, nicht festhalten, nicht kontrollieren, sondern fühlen, fühlen, ja. Fühlen. Sehr gut, was? Eine noch. Ja, eine haben wir noch. Na bitte, eine noch. Super gemacht, genau. Ui, jetzt wird ganz hoch gesungen. Es geht manchmal nur um halbe Zentimeter. Ja, in den Körper. Aber das kostet. Ich weiß, es kostet. Aber alles, was du vom Körper dosierst, die von Körpermitte, ist gut. Wir sollen diese Körpermitte ganz ernst nehmen, weil unser Motor, Zwerfel, Diaphragma, auch hier ist. Genau. Wie machst du das auf? Zeig mir. Super. Und wie atmen wir? Gut. Sehr gut. Sehr gut. Genau, selbe Weg zurück, nicht durch Gelkopf, sondern richtig. So, sehr schön. Während ich Gesangsstunde habe, sitzt Armin in ihrem Zimmer und macht das, was sie am liebsten macht, basteln. Ich glaube, heute wird es eine Krone für unseren kleinen Bruder. Der hat nämlich bald Geburtstag. Klebe ich jetzt noch hübsche Sachen drauf. Das Fest beginnt, sei mir treu.
Nach dem Einsingen kann ich nun an einem neuen Song arbeiten. Die Nummer ist aus einem Musical. Es klingt doch nicht ganz so, wie ich will, aber es wird. Vertraue, fürchte dich nicht, was immer auch geschah. Bin die Oma. Man sagt, wer Liebe zahlt mit Leid. Denk nicht an morgen, heut ist heut. Wie war das Glück so nah? Nach der Gesangsstunde richte ich meine Videolampen her. Für einen weiteren Fixpunkt am Wochenende. Fanpakete öffnen! Ich muss jetzt noch ein bisschen aufräumen, weil ich war vorher schon oben und habe ein bisschen Sauerstoff gemacht. So, das sollte passen. Aber ich denke, wir könnten heute mal für ein Paket den Abendszimmer öffnen. Also räume ich wieder um. Wenn ich jemals durch diese Türe komme. Inzwischen hat Arvin Musikunterricht an der Harfe. Mit ihrer Lehrerin Heide. Unsere Harfenheide. Die ist auch wahnsinnig hübsch, finde ich, und die redet immer so lieb mit der Arwen. Weißt du noch, was wir in der letzten Stunde gemacht haben? Ja, ein bisschen. Probier mal das nochmal, okay? Mach mal den Brian Bros Marsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Und also, dann kommst du auf die 1. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toll, mit schönen Bewegungen. Vor zurück machen. Da. Super. Da. Schlussgruppe. Ja. Irlande. 1, 2, 3, 4. Da kommt eigentlich schon längst G. Ich habe gedacht, viermal. Nee. Also zweimal noch. Zweimal noch. Gut. Du, eine ganz kleine Mini-Sache. Da war gerade eine kleine Kartoffel drin, hast du es gehört? Und das passiert, leg mal die zwei Finger nochmal, zwei Hände ein. Das passiert dir ganz gerne, 1, 2, 3, bei 4, 5, 6. Also die rechte Hand, mach doch mal so eine Geleine nach oben und zähl mal selber mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hilft dir, gell? 1, 2, dann machen wir das mal so. Super. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Während Arvin Harfe spielt, ziehe ich mich zum Lesen zurück. Wofür ich mir ebenfalls Zeit nehme am Wochenende, ist fürs Lesen. Und zwar muss ich das für die Schule lesen, der kleine Prinz. Ich habe früher die Fernsehserie geguckt, die war so süß. Also schätze ich, dass das Buch... Also ich bin jetzt schon auf Seite 47 und es ist bis jetzt eigentlich schon ganz schön spannend. Und wir müssen eine Zusammenfassung in Deutsch machen und deswegen
muss ich jetzt weiterlesen. Aber ich lese auch Bücher, die für mich interessant sind und nicht nur für die Schule. Da kann ich euch echt ein cooles Buch empfehlen, und zwar Der Herr der Ringe. Normalerweise liest man zuerst das Buch und dann schaut man den Film, aber wir haben uns jetzt in den Weihnachtsferien alle drei Teile angeschaut und es ist echt so, es ist echt ein cooler Film und die Arwen kommt drin vor, Entschuldigung. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, das Buch zu lesen, weil da sind manche Sachen drin, die im Film nicht drin sind und manche Sachen sind im Film drin, die im Buch nicht sind. Ihr kennt das ja bestimmt. Dieses Buch hat 1035 Seiten. Ziemlich viel. Und Leute, wisst ihr, was ich am allercoolsten finde? Dass dieses Buch ganz hinten die Karten hat von Herr der Ringe. Ich zeig's euch mal, ich bin so heikel auf die. Wow, das ist so cool. Ich kann euch sogar sagen, wo alle herkommen. Also hier aus dem Eisenberg kommt der Gimli. Für alle, die Herr der Ringe kennen. Aus dem Waldelben, da kommt der Legolas her. Hier aus Minas Tirith, glaube ich. Da kommt der Aragorn. Und warte, das Auenland hier. Da kommen Frodo und Sam her. Und da ist Mordor. Und hier ist der Schicksalsberg. Also man muss sich echt anschauen, von hier bis nach da sind die gegangen. Es ist eigentlich echt viel. Sollte man fast einrahmen. Die Abend ist es fertig mit der Hafenstunde und am Wochenende nehmen wir uns natürlich auch Zeit, eure Fanpost zu beantworten, weil unsere Autogrammkarten sind fertig. Schaut mal, wie findet ihr die? Hinten geht's weiter. Und viele wollten ja welche und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir welche. Wir haben auch gesagt, dass wir welche machen. Und für alle nochmal als Erinnerung, die ihr haben wollen, ihr müsst euch uns ein vorfrankiertes Kuvert schicken und dann noch ein zweites Kuvert mit eurem Namen drauf und eurer Adresse und das gebt ihr dann einfach ins Kuvert rein. Wir nehmen das dann raus, geben eine Autogrammkarte, eine unterschriebene drauf und schicken sie euch zurück. Und jetzt geht's mal los, weil wir haben relativ viel gekriegt, schaut mal. Das sind nur die Briefe von den letzten Tagen. Ganz schön viele, da haben wir ordentlich was zu tun. Aber Arwen und ich sind schon recht eingespielt, Autogrammkarten zu schreiben. Also da hat einer geschrieben, bitte schickt mir, wenn es möglich, verschiedene Autogrammkarten von dir und Arwen. Also bis jetzt ist das unsere erste leider erst. Aber wir haben auf jeden Fall noch vor, mehrere zu machen, glaube ich. Und da können wir dir vielleicht dann noch welche schicken. Für... Also jeder von uns beide hat seine eigene Farbe. Ich habe das helle und dieses dunkle Pink. Also das helle für den Hintergrund, weil es da ein bisschen dunkel ist. Und das dunkle, weil es da hell ist. Damit man das auch sieht. Ich habe eine blaue Farbe. Also ja, Türkis, weil Arwens Lieblingsfarbe ist halt Türkis. Warte, wie unterschreibst du mal so, gell? Oder so? So. Aber Achtung, das ist nicht ins Ding. Sehr cool. Ich habe inzwischen das Licht für die nächste Aktion eingerichtet. Beim Öffnen der Fanpakete ist das deutsche Kamerateam natürlich auch dabei. Aber das stört uns ja nicht. So Leute, jetzt machen wir die Fanpost auf. Es ist wirklich wieder so viel gekommen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute zwei auf. Und zwar, wir beginnen jetzt mal mit dem hier, oder? Mhm. Ist ganz schön eingepackt. Geschenk. Ja. Ja, wir haben eh schon mal gesagt, wir Fanpost auspacken wir immer, so wie Weihnachten, Geburtstag und alles, all in one. So, das Paket ist von der lieben Sarah. Also schon mal danke. So. Bitte in einem Video öffnen von Sarah. Liebe Grüße.
glaube ich, ein Weihnachtspaket. Wow! Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie viel da drinnen ist. Wow! Das kleine ist auch. Ja, deswegen war ich gerade so vorsichtig. Auf jeden Fall zweimal Taschentücher bei uns. Das passt sogar jetzt noch, weil es ist ziemlich kalt draußen. Danke. Einmal für dich, einmal für mich. Oh. Ich habe den Laufenden. Ich auch. Dann ist das für Ilia und Arwen. Frohe Weihnachten. Ja, sorry, aber es ist Weihnachten. Sorry, dass wir das erst jetzt aufmachen. Bitte nicht im Video vorlesen. Okay. Oh, cool. Okay, also... Sie hat auf jeden Fall drin geschrieben, dass sie unsere Videos liebt und dass sie auch sehr, sehr gerne singt. Und sie hat am 12.12. Geburtstag. Das ist ein cooles Datum. Aha. Am 12.12. Dann, wir gehen du mal. Das ist für dich. Dankeschön. Soll ich schon öffnen? Nein, das musst du auch machen. Ja, mein dir öffnen. Das ist wahrscheinlich sehr schön. Warte mal. Ich weiß, was das ist, glaube ich. Das ist für die Pinsel. Das ist, glaube ich, für die Pinsel. Ja. Oha, schau mal. Schau, was da drauf steht. Collect happy moments and beauty tools. Könnt ihr das sehen? Das ist mega cool. Das ist so für Reisen oder so. Aber die Arwen hat keine Pinsel. Aber in ein paar Jahren wirst du bestimmt ein paar Pinsel haben. Dann kannst du die da mitgeben. Aber da ist noch was drinnen. Ach so. Muss ich gar nicht wissen. So, jetzt ist aber nichts mit. Jetzt ist nichts mit. Oh, was voll sind das Nagelsticker? Ja, das ist ein Nagelsticker. Cool. Nagelsticker. Und die sind voll süß. Klammer mit Glitzer. Glitzer drauf. Sehr kreativ. Dann mache ich weiter mit dem. Halte du mal das Päckchen. Schon mal Dankeschön, das ist voll süß. So, zweites Weihnachten. So süße Bändchen. Cool, ein Händewärmer. Die mag ich voll gerne. Mit Stoff sogar. Ja, ich kenne die gar nicht. Die kann man... Das kann man da reinstecken. Oh, das sieht aus wie ein kleiner Wärmeflasche. Ja, so. Bei den Füßen hier. Ja, das nennt man Wärmeflasche. Wärmeflasche, das ist voll süß. Dankeschön. Und da ist noch was drin. Unicorn Rose. Oh, voll cool. Sieht voll lecker aus. Werde ich dann nachher probieren. Du bist. Yeah. Aber danke schön. Ist ja. Noch für mich. Auch mit deiner Masche. Danke. Ich sag jetzt schon danke. Ja, es ist wirklich voll cool. Das ist so süß eingepackt. Mhm. Das so. Wärmeflasche. Wärmeflasche, das sind Hände. Ja, aber es sieht so aus wie eine Händeflasche. Eine Händeflasche. Ja. Oh, und ich habe auch leckere Dinge. Unicorn Roller. Dankeschön, nochmal danke. Dann gibt es nochmal für mich. Das ist meine Größe. Das sind so urcoole Eissocken. Oh mein Gott. Oh. Wie cool. Dankeschön. Also ich habe das jetzt noch nie gesehen, auch bei anderen YouTubern, dass ein Fan Socken in ein Paket reingebracht hat. Voll cool. Dankeschön. Werde ich auf jeden Fall gleich anziehen. Also ja, Dankeschön. Das ist voll cool. Nimm mal. Das sieht gut aus. Das ist, glaube ich, für uns zusammen. Da steht kein Name drauf. Dann wird es wahrscheinlich für uns beide sein. Okay, soll ich schon öffnen? Ich zieh die gleich an. Ja, warte. Öffnen wir mal. Ich sehe schon was. Jo. So, mach auf. Okay. Dann war das wahrscheinlich für mich. Okay, da hat sie den Namen, glaube ich, vergessen. Aber das ist genau dasselbe nochmal drinnen. Dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall gerade voll. Oh, ich sehe schon. okay, dann ist hier Anni Mama von Ilia und Arwen. Okay, das ist an unsere Mutter. Habe ich auch noch nie erlebt. Voll cool. Das ist
geben wir dann später. Und das ist, ich denke, das ist für die Autogrammkarte. Das werden wir dann noch gleich machen. Und dann ist für Arvin und mich nochmal so Schoki drin. Yes. Weil wir müssen alles wieder reinpacken. Okay. Dass wir das hier ein Chaos hier. Auf die Taschentücher und die, Also Sarah, ich verspreche dir, ich werde die Socken in der Schule anziehen. Okay, ich verspreche es dir. Aber jetzt Socken über Socken ist so heiß. Das ist richtig heiß da. Also Sarah, vielen lieben Dank für dieses zweite Weihnachten. Das war auf jeden Fall ein mega süßes Fanpaket. Besonders auch diese süßen Händewärmer. Ja, die und diese Sackerl. Die Sackerl waren auch voll süß. Also das war richtig cool verpackt. Vielen lieben Dank. Jetzt geht's zum nächsten. Weiter geht's mit der Emily. Emily hat das geschickt und hat nicht an Klebeband hier gespart. Also kennt ihr das, wenn ihr Geburtstag oder so feiert und ihr eure Geschenke dann so kriegt und ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, die aufzumachen und dann macht ihr aber erstmal so eine Stunde daran herum, irgendwie das aufzumachen, weil da so viel Tixo drumherum ist. Wow. Okay, das ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr voll. Oh, das ist aber ein schönes Geschenk. Da ist was drin bei mir. Echt? Bei mir nicht. Voll cool! Wie geil! Das ist ein Spitzer und Radiergummi. 2-in-1. So ein Steckerschuh. Dankeschön. Ich weiß nicht, für wen das war. Ich schätze mal für uns beide. Voll cool! Vielleicht. Den kriegst du auf deinen Schreibtisch, weil dir fehlt eh so viel Deko. Für dich. Und weiter geht's. Dann haben wir hier zweimal die Kulis. Okay, ich glaube, du bist grün und ich bin pink. Oh, voll süß. Oh, das sind Muffin, Donuts dabei. Du bist auch ein Muffin. Voll cool, danke schön. Ich hab's in pink. Ich hab's in grün. Und danke. Zusammen sind wir ein grün-rosa. Genau. Dann haben wir hier, oh, voll cool. No Problema. Hab ich noch nie gehört, aber voll süß. Schaut mal. No Problema. Lama. Lama, deswegen. Das ist ein Notizblock und so ein Klemmbrett. Voll cool. Oh, mit Lampet. Oh, cool. Wer will das? Willst du es? Soll ich's? Mir ist es egal. Dann nehme ich's. Du machst eher Lamas. Ja. Okay, dann nimm du mal was raus hier. Oh, ich glaube, einer findet es für dich. Voll cool. So süß. Schaut mal, das sind, wie heißen die? Faultiere. Die oder sind Faultiere? So ganz langsam, ja. Ja, Faultiere. Voll süß. Das ist ein Lippenbalsam. Im Winter kann man die immer gut gebrauchen und auch im Frühling. Da ist es nämlich sehr, sehr kalt und die Lippen sprengen auf. Habe ich euch eh auch schon mal erzählt, wie ich meine Beauty Bag hergezeigt habe. Da habe ich meine Lippen. Da habe ich, oh, schon wieder Händewärmer. Wir gehen unter in Händewärmer. Aber dankeschön. Warte, das sind zweimal Katzen. Welche willst du? Die Türkise, oder? Aber auf jeden Fall, die sind auch mal wieder mega süß. Dankeschön. Und so große habe ich noch nie gesehen. Ich habe immer nur diese kleinen gesehen. Schon mal so große gesehen? Ja. Jetzt gerade, schön, aber doch. Ja, jetzt gerade. Okay, nimm du was raus. Oh, wow. Mein Gott. Das sind ganz, ganz viele süße Radiergummi. Einhorn mit einem, also Einhornreifen, Ananas, Sonne, Erdbeere, Flamingo. Dann ist hier ein Brief, den haben wir leider vollkommen vergessen, haben wir gar nicht gesehen. Bitte nicht vorlesen, okay? Also sie hat geschrieben, sie liebt unsere Videos. Wir machen ihr jede Woche so viel Freude. Und deswegen will sie uns etwas zurückgeben. Voll süß. Oh, das ist voll süß. Sie hat nämlich so geschrieben, sie hat so eine Bitte an mich, weil sie hat irgendwie nicht mehr so viele Freunde. Und deswegen hat sie gefragt, ob ich ihre Freundin sein möchte. Ich bin natürlich gerne deine Freundin, auch wenn wir uns nicht besonders oft sehen können, aber... Ja, hast du sie einmal schon gesehen? Oh, ein Türkis, voll cool. Okay, ich weiß. Du tauschst zurück. Ich glaub, hier, du darfst dir. Dankeschön. Oh, dann nehme ich dich hier in meine Schule mit. Du musst ihn doch erstmal zeigen, wie soll ich so? Ja, stimmt. Das ist der gleiche Türkis, wieder mit Radiergummi und Spitzer. Die ist voll cool, so Cinderella-mäßig. Hab ich nie gesehen. Cinderella, ich probiere ihn mal an. Mir passt das leider nicht. Und dann sind nochmal vier Pullis. Die sind schön. Die sind süß. Und ich glaube, du nimmst die zwei blauen. Ja. Und ich nehme die zwei blauen. Dann alles wieder rein.
Liebe Emily, vielen Dank für dieses coole Fanpaket. Und außerdem, ich finde das ursüß, dass du uns diese Schuhe... Es war das Ganze voll süß. Ja, alles. Die Kuli ist alles. Eigentlich war alles Bello, und ich fand es auch voll süß, dass du so geschrieben hast, du möchtest uns was zurückgeben und so. Und die sind auch besonders süß. Ja, das ganze Paket war geil. Ich weiß, das sagt man nicht, sorry. Das ganze Paket war voll cool. Geil. Also Grüße gehen auch raus an dich. Leute, so, wir hoffen, unsere Routine hat euch gefallen. Wenn ihr wieder mal eine Routine haben wollt, dann gebt unbedingt den Daumen nach oben und schreibt Hashtag Routine in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Aber das war es noch nicht für heute. Ich habe noch Vorstellungen im Theater. Und ich bin schon etwas spät dran. Um 17.30 Uhr muss ich in der Maske sein. Das Stück, in dem ich spiele, heißt Die Reise der Verlorenen. Um was ich dort alles zu tun habe, zeige ich euch ein anderes Mal.